Ich habe sogar einen Kosenamen gehabt dann in der Schule, weil im Unterricht ist das dann auch irgendwann erwähnt worden, eben der Kennedy-Besuch und dass eben mein Papa für ihn gedolmetscht hat. Und da hatte ich eine Zeit lang den Spitznamen Kennedy. Das haben meine Klassenkameraden zu mir gesagt, und zwar die französische Aussprache Kennedy. Ich war, oh Kennedy, dis donc, Kennedy. Und das ging so bis November, bis zum 22. November. Nach der Ermordung von Kennedy war, also, es wurde, über den Besuch wurde in der Schule gesprochen, über den Tod seltsamerweise nicht. Es war alles viel, viel leiser, viel stiller, und keiner hat je wieder zu mir gesagt, Kennedy. Dann war ich wieder die Anita, beziehungsweise Anita. Oder gar nichts. Ich bin, habe mich gar nicht. Aber das war einfach tabu, wurde nie, nie wieder erwähnt. Und seltsamerweise bei meinem Bruder und mir kam das Interesse an Kennedy. Gut, dieser wahnsinnig aufregende Tag, das war dann am nächsten Tag, übernächsten, übernächsten Tag, es ist dann irgendwann war was anderes wichtiger halt. Wie das so ist mit 13. Nicht, dann kommt, also ich weiß nicht, der nächste Film oder das nächste dies, war nicht so wichtig. Natürlich haben wir uns von meinem Vater erzählen lassen, aber es war nicht, wurde nicht so sehr viel, sehr drüber gesprochen. Und nach dem Tod von Kennedy, da kann ich mich erinnern, dass mein Bruder und ich anfingen, ganz, ganz viele Fragen zu stellen und uns auch zu interessieren für die Familie, für das Leben und eben auch für Politik.